Hallo, in diesem Video geht es um Zuckerrohranbau. Wir schauen hier wieder ins Shopmenü mit P. Dann unter Fahrzeuge, Sonderkulturen haben wir hier zum einen Zuckerrohrpflanzmaschine, Zuckerrohrerntetechnik und Zuckerrohrtransport. Das Ganze füge ich, da es nur 5 oder 6 Geräte sind, auch in einem Video zusammen und zwar unter Zuckerrohranbau. Fangen wir mal mit den Zuckerrohrpflanzmaschinen an. Wir haben eine Gessner Single Row Billet Planter. Hat eine Kapazität von 4.990 Liter, ein Gewicht von 2 Tonnen, empfohlene Motorleistung sind 190 PS, Arbeitsbreite ist 1 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit sind 12 Stundenkilometer. Dann kommen wir zur Gessner Two-Row Billet Planter, also Zweireihenplanter oder Pflanzgerät, hat eine Kapazität von 9.440 Liter, ein Gewicht von 3 Tonnen, empfohlene Motorleistung sind 200 PS. Arbeitsbreite ist 2 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit sind 12 Stundenkilometer. Dann gehen wir zur Zuckerrohrerntetechnik. Hier haben wir von Case einen Austopf 8800 Multirow. Der hat eine Motorleistung von 353 PS, stufenloses Getriebe, 480 Liter Kraftstofftank, 10 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Ein Gewicht von 18,4 Tonnen, Arbeitsbreite von 2 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit ebenfalls von 10 Kilometer pro Stunde. Hier können wir unter die Konfiguration einen Zug mal hinten anbringen, um einen Anhänger zu ziehen, was natürlich allerdings recht knapp ist. Aber es gibt ja so Sniffelstücke, momentan noch nicht, aber wird es irgendwann geben. Dann kann man hier etwas verlängern und einen Anhänger passend anhängen. Da es ja sonst so ist, oder ist man hat einen niedrigen Anhänger, dann geht es auch. Aber wenn man jetzt einen großen einen Krampe hernimmt oder was, da geht quasi dieses Förderband stößt da dagegen. Dann kommen wir zum Zuckerrohrtransport. Hier haben wir von der Firma TT den Colossus 10.000. Der hat ein Fassungsvermögen von 20.000 Litern und ein Gewicht von 6,9 Tonnen. Hier können wir unter Konfiguration den Reifenhersteller und die Reifenvariante ändern. Dann kommen wir zur Massey Ferguson MF3012. Der hat ein Fassungsvermögen von 28.000 Liter und ein Gewicht von 7,3 Tonnen. Hier können wir unter Konfiguration den Reifenhersteller und die Reifenvariante ändern. Gut, dann sind wir mit Zuckerrohranbau auch schon durch. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, ihr könnt meinen Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann.